So, Päuschenbild noch weg. Chat im Vordergrund. So. Es ist immer noch Nacht. Na toll. Na tolle Wurst. Da ist ein Fettwanst. Nö. Funktioniert deine Cape-Form eigentlich? Ganz gut versteckt. Brauchst du etwa welches? Ja, ich brauche welches. Dann gehst du meine Pflanzenkiste, da ist Kelp drinne. Da wäre ich auch hingegangen, wenn ich die Erlaubnis gehabt hätte. Aber ich wollte erstmal ein Gespräch anfangen mit, ob die funktioniert, weil mich das auch interessiert. Na klar. Ich gehe runter die Leiter, ernte unten das vorletzte Stück ab, schwimme hoch, sammle alles ein und dann lasse ich es wieder wachsen. Alles easy. Oh, Difficulty 1, cool. Du. Ja, hier wo ich gerade bin, Difficulty 1. Ich suche gerade einen Krokofanten. Also, ist er ja entweder im Sumpf oder in Flüssen. Das war Schnappi. Du kommst da in den Backpack. Was ich aber jetzt gerade, weil du die Minigun in die Hand genommen hast, kacke finde, du hast die Quest gekriegt, ohne dass du sie herstellen musst. Das ist dir bewusst, Darko. Ah, gut, ich stelle die aber noch her. Das will ich sehen. Wenn ich auch alle anderen Quests Waffen herstelle. Als große Bedingung. Weil man dafür ja eh nicht kriegst. Warte, was willst du? Du willst alle Waffen in die Hand nehmen, um... Nein. Hä? Wenn ich stelle die natürlich her, wenn ich auch alle anderen Waffen herstelle. Aber ich überlege gerade, ob ich das überhaupt mache, weil man eh nichts für die Quest kriegt. Und so rumballern, das ist eher deine Natur gerade. Hab nichts von dem. Nee, du kannst damit tatsächlich die Mobs runterbringen, dass du die nur noch ein, zwei Runden schwertet musst. Ja klar, aber... Ey, das ist voll easy, Alter. Das macht richtig Laune. Vor allem, ich würde es dir empfehlen, für den Enderdrachen zu machen. Du kannst den in der Luft, ohne ihn anzuvisieren, wirklich nur mit dem Fadenkreuz draufzielen, abschießen. Und dann hittest du den, wenn er landet. Habe ich ja auch so gemacht. Das ist echt. Ja. Kann man das alles schön alleine machen. Und du musst keine Angst haben, dass dir Endermänner das Leben schwer machen, weil dort einfach nichts spawnt. So, Das stimmt eigentlich, so ein leeres End. Ja. Tschüss. Da hinten ist der Bär gewesen. Da in der Nähe war ein Sumpf. Das Dorf habe ich schon geplündert, genau. Hier gibt es keine Betten mehr. Oder gibt es... Warte mal, da oben in den Häusern müsste es noch Betten geben. Wieso hat das Haus drei Türen? Nö, ich habe echt alle Betten geplündert in dem Dorf. Oh Gott. Du kannst über 250 Potions machen. Ja. Brauchen tut man wirklich keine davon. Obwohl Invisibility und dich dann nerven, das ist ja auch geil. Ja, man sieht doch die Partikel.
Naja, aber du unterscheidest mich dann nicht von den normalen Mob. Doch, weil die machen Geräusche. Du machst dann keine Geräusche. Komm, ich halt mit einer Horde Mobs. Dann musst du in die Mobfarm runterfallen. Und da wirst du dann getötet. Selten draußen, wenn so viele Mobs da sind. Ah, egal. So, Krokodil, zeig dich. Ich brauche dein Ei. Warte mal, hier habe ich gestern das Ei gefarmt. Hier ist nämlich noch die Fackel. Ich glaube, hier war dann keins mehr. Das müsste hier hinten dann irgendwo sein, das nächste. Es sind immer noch keine Schnappschildkröten gespawnt. Das ist ja... Das ist seltsam. Vor allem, ich brauche hier ein schwangeres Krokodil. Oh, das wird ja noch beschissener. Wirklich schwanger? Ich dachte, das wäre einfach nur eine Doktor. Nee, es steht auch im Buch, es muss ein schwangeres sein. Und geschlechtsfähig halt. Oh Gott. Oh, hier davon. Oh, ja. 36 Eisen, perfekt. Oh. Das ist eine Mob-Party. Hier gibt's ja keinen Hinterausgang, willst du mich verarschen? In die Richtung. Hier ist noch eine Kiste, die ist ungelootet. Ein Dia-Helm mit Protection 3. Wann dieses Fahrzeug, wenn man das jetzt aufbaut, auch wieder abbauen? Keine Ahnung. Ich hab das schon mal wieder. Ich hab die noch nicht gebaut. Ich hab nur vorgelesen. Schade. Aber kein Krokodil. Power 5 Buch. Okay. Ich renne hier gerade an Häusern vorbei, wo ich noch nicht gelootet habe. Unglaublich, dass es sowas noch gibt. Das? Oh, ich bin viel zu weit weg davon. Da ist noch eine Kiste. Oh, die ist leer. Oh je. Okay, hier ist der Sumpf. Hier habe ich gestern noch einen Krokofant gesehen. Da kommt ein Darkwood Forest. Menschen müssten ja auch an sein. Die sind sogar an. Es gibt dann keine Pelle, glaube ich. Nee.
So, Krokodil, zeig dich. Ich hab einen Pokéball für dich. Du lagst nämlich gestern da oben. Wo bist du? Tiere können die spawnen, aber ich hab's gefunden. So. Hab dich gefangen? Haha. Ha. Eisbiom. Ist irgendwie voll unrealistisch. Von warm ins kalte Biom. Noch ein Krokodil. Hab dich. Soll ich dir eins mitbringen, Darko? Warum? Warte. Hab schon drei. Ja, was will ich mit dem Krokodil? Na, das Ei. Hab ich ja schon. Ja, aber nicht ausgebrütet. Du hast doch gesagt, das ist bei dir flöten gegangen. Ich glaube, ich finde es jedenfalls nicht wieder. Ich habe heute auch noch nicht gesucht. So, ey, jetzt lenk mich nicht ab. Ich bin ja ganz durcheinander gerade. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ja, das nervt. So. Ach, falls es leckt, ich bin's. Ach, ja, ja. Ich denk ja nicht an mich. Na, ich sprinte schon mit Absicht, wirst du, damit das lecken tut. Sprint ist halt wirklich. Ja, sag ich doch. Der Sumpf geht da hinten noch weiter. Ach Gott. Nee, Menschen ist kein Star. Dafür pümmelt hier schon wieder ein Bär rum. Nee. Von Bären habe ich die Schnauze voll. Die eben verarschen mich nur. Verarschen eine nur. Was wieder ein Krok? Alter, hier sind drei Krokodile. Ich habe nur zwei Pokebälle. Hm.
keine verdammte Schildkröte. Das mit den Schildkröten ist dir einfach nicht gegönnt. Ich verstehe das einfach nicht. Es steht halt drinnen im Sumpf. Nein! Ich hab's Krokodil in meiner Hauswand gespawnt. Läuft bei mir. So. Wo war denn das Bumsloch? Hier hinten. Ach du So. Schnappt mich ja trotzdem. Lässt du mich bitte aus der Erde raus? Danke. Nee, das gab nur Scales. Okay. Zufällig noch 8 Emeralds oder muss ich selbst quälen? Ich hab stackweise davon. Oh, ich hab 4 Eier aus einem Krokodil bekommen! Alter, was? Was? Das geht? Ich hab immer noch 3 Krokofanten. Ja, okay. Die Quest mache ich heute noch fertig. Ei. Du wirst in der Kiste keine Emeralds finden, Darko. Ist das scheiß Ende? Hä? Ja, die liegen da vor dir. Ich wollte dir nicht anbauen, weil ich nicht wusste, wie viele. Da, Leute waren bei mir unsichtbar. Ich hab doch gesagt, ich hab stackweise davon. Weil du halt auch nicht so viel getradet hast. Ja. Crocodile Chestplate. Chestplate. Plus 7 Armor, plus 1 Armor Toughness, plus 1 Swim Speed. Es ist 1 unter dir. Blablabla. Aber wieso kann ich keinen Helm machen? Hä? Hose geht auch nicht, Schuhe geht aus, es geht nur die Chestplate. Crafte die mir jetzt einfach mal. Ist der selbst Gunther oder ja? Challenge complete. Covered mit irgendwas. Du hast dich mit irgendwas gemacht. Ich hab die nur gecraftet. Das war aber nur ein Achievement, mehr nicht. 831 ist Netherite. Dir ist 82. Ja gut, wenn man da noch ordentlich was drauf knallt. Wo hab ich Inksex her? So. Ich will's nicht wissen. Halt irgendwas gekillt. Irgendein Squid gekillt. Ach, ich war wieder zu schnell beim Rausholen. Ich wollte schon sagen, ich will's nicht wissen, aber ja. Jetzt muss ich. Wie mache ich das jetzt mit den Eiern? Es hört sich immer alles so falsch an. Man müsste eigentlich mal jemanden, der Langeweile hat, engagieren und nur aus
diesen Wörtern irgendwas zusammenschneiden. Komplett, was keinen Sinn ergibt. Mm. Was einfach nur falsch klickt. Toll. Aber beim Nether fehlt mir immer noch was. Ich habe überall einen Haken, habe nur 92%. Ich frage mich, wann sich da was freischaltet. Was muss man da machen? Muss man bestimmt die Nether-Tiere machen, damit dort noch was passiert. Sag mal, ich könnte so ein komisches, so ein Strider einfangen, mit in die Overworld nehmen und auf dem reiten. Lol, ich könnte alle Tiere da einfangen und mit in die Overworld nehmen. Das dauert, dauert. Hi. Guck mal hinter dir. Dafür ist die Kanone also gut, okay. Ich stecke dann fest. Da ist es wieder. Das sieht so dämlich aus, wenn du eine Mauer von dem bist. Und was gab's? Gar nichts. Nein! Warte. Crocodile. Nicht nur. Oh ne, das war Schnappi. Nein, komm zurück! So. Hä? Wo ist denn das andere Krokodil hin? Ach, hier. Ein Ei, ich hab 4. Angeber. Ich hab ein bisschen Flüssigkeit hergestellt. Ja? Ja, musste ich ja auch schon herstellen. Ich hab hier noch ein Haustier für dich. Die Viecher sind so geil! Was mag man an den Dingern so? Hier, dein Elefant kriegt Freunde. Lass mich in Ruhe. Wenn du mich angreifst, ich sperre dich ein und schmeiß den Pokéball in die Lava. Ich hab's angedroht. Nein, nein, nein. Guck mal, noch eins. Voll die Peniswürmer. Die darfst du behalten, Darko. Ich brauch Platz in den Pokébällen. Gib mir meinen Fanti wieder. Ja, gleich. Oh, ich hab hier sogar einen Eimer. Lava! Scheiße, ich hab keinen Muni mehr. Echt nicht? Oh. Wo ist? Ja, gut. Gib mir meine. Hä, wo ist meine Lava? Ich hab meine hier. Hä? Nee. Mein Eimer ist leer. Darko. Die hatte ich aber vorher, hundertprozentig. Das Darko. Ist meine Lava, mit der ich meine Maschine da betreibe. Darko. Sicher, dass die leer ist?
Ja, die ist leer. Gibst du mir mein Fanti wieder? Was? Ich möchte mein Fanti wieder haben. Der lernt jetzt zu fliegen. Apropos fliegen lernen, die Dinger machen verdammt gut Damage. Ja, achte mal mit aufs Leben, oh. Bei denen. Was ist das denn? Oh fuck. Sei froh, dass sie nicht mein Schwert in der Hand haben. Meins macht mehr Damage. Wie viel macht deins? 11. 11. Ich hab Netherite Schwert, Darko. Ich hab Emerald. Naja. Mit Sharpness 5. Will ich jetzt trotzdem mein Fanti wieder? Da ist er. Alter. Oh Gott. Alter. Ich muss in den Nether. Ich muss hier raus aus dieser Welt. Ich muss einfach raus aus dieser Welt. Das geht gar nicht. Gott, und warte mal, du hast hier deinen komischen Bucket nicht gesetzt, ne? Oh, toll. Wo ist denn hier der Gang zu mir? Da. Na, diesen Plasma-Bucket. Ich habe meinen nämlich bei mir am Wasserloch unten gesetzt. Damit ich nie über zum Dings laufen muss. Ach so. Muss ich erstmal gucken. Ich hab so ein Plasma-Bucket gar nicht. Hey, die Quest musst du doch machen. Ja, ich hab dir wieder ausgekippt. Ja, warum? Ja, bitte. Du machst doch bei deinem Wasserloch unten hin. Der muss zwar so weit unten sein, aber da musst du nicht jetzt mal so weit rennen. Und, oh, Difficulty 2 habe ich hier. Geil. So, ich würde sagen, dann fangen wir uns mal schnell ein paar Mobs hier. Was brauchen wir denn? Ein Straddler, ein Crimson Mosquito, ein Soulful-Skur. Dann brauche ich ein Soul Sand Biom. Das weiß ich schon. Und ich muss mir wieder neue Lava holen. Und rennt immer noch ein Zombie. Da ist so ein ekliger Frosch! Mit dem müssen wir ja auch noch was machen. Die, die mich zum Anfang gekillt haben. Den gehe ich mir zu fangen. So, eingefangen. Nein! Das sollte so sein. Hast du ein Schwein gehabt? Das hätte sowas von in die Hose gehen können. Wegen was? Weil du da runtergekommen bist. Ja und? Grab / Back bin ich wieder da. Das ist nicht das Problem. Und wäre ich in die Lava gefallen, wäre es auch kein Problem gewesen. Ich habe jetzt so einen Kackfrosch. Okay, ich will noch einen zweiten. Los, komm mit. Ah, ne, ich habe noch. Ich wollte schon sagen, du kannst mich gar nicht bezahlen. So viel Netherite hast du gar nicht. Ich hab null, also. Siehste, du kannst mich nicht bezahlen. Ich kann dir aber erpressen. Mit was denn? Mit deinen Tieren, mit deinen Kisten, mit deiner Behausung. Darko, du weißt, dass du schneller vom Server gebannt bist, als du irgendwas wirklich machen kannst. Wenn ich es ankündige, ja. Wenn ich das mache. Da kam was aus der Lava gesprungen.
Schicker Würm. Den könnte ich tatsächlich einfangen, davon habe ich auch schon einige gekillt. So, irgendwo hier soll so eine Soul. Hier war ich schon mal. Da ist so ein Ding. Ich brauche sowieso noch Lava. Kann ich die damit eventuell anlocken? Oder brauche ich allgemein die Pilze dazu? Nochmal, ich hol mir mal einen Pilz. Oh, ich hasse Soul Sand. Ist das etwas, was du nicht hast? Mich? Stimmt, du bist selbstverliebt. Jeder liebt sich selbst. Was? Darum ist das auch keine Beleidigung. Ich habe hier drei. Ich habe hier drei von diesen Skelettviechern in der Lava. Das ist nicht gut. Das erste Mal, dass ich diese Quest hier versuche. Beziehungsweise allgemein mit so einem Vieh reiten will. Den Vanilla-Vieh meinst du jetzt? Ja. Ja. Was ist das denn? Crimson Fungus. Ist das ein Vanillapilz? Wenn ja, ich glaube nicht, dass der so heißt. Der heißt Crimson Fungus, der Pilz. Ja, ich meine Vanilla. Ich weiß es auch nicht. Wir können mal kurz nachgucken. Jai. Doch, Crimson Fungus ist ein Vanillapilz. Okay. Nehmen wir auch noch ein paar mit. Für irgendwas ist der bestimmt gut. So, jetzt will ich aber sonst einen Treadler haben. Den will ich mir nämlich einfangen. Die spawnen ja nur in Lava sehen. Da spawnen aber auch die Skelettviecher. Ja, okay. Klasse. Hab ein neues Haustier für dich, Darko. Nein. Du kannst mir alles hinsetzen, aber bleib mir mit diesen widerlichen Viechern fern. Oh, geil. Ich muss die einfangen, damit ich hier die anderen Viecher fangen kann. Warte, du bist ein Level, oder? Ja. Das heißt, ich kann pennen. Nö, hab ich ausgeschalten. Pech. Das kommt mir gerade ein bisschen zu gefährlich nah, wenn ich im Menü bin. Da ist sogar so ein Viech. Ich habe ja schon eins eingefangen. Ach so, nee, das war. Das zum Reiten, meine ich. Ja, die soll mal hierher kommen. Jetzt habe ich sogar zwei eingefangen. Die reite ich in der Overworld. Ich hoffe, das wird, das zählt, ey. Strider, das war der Bone-Knochen-Idiot, das war der Frosch. Ist so ein Soul Sand-Viech, Crimson Mosquito und ein Straddler. Was war nochmal ein Straddler? Wie komme ich an dieses Vehikel dran? An welches? Ich habe jetzt so ein, ja, mein Go-Kart. So eine Vehicle-Crate. Ich dachte, weil ich die platziere, öffnet die sich, aber tut sie nicht. Ja, kannst du das nicht so aus der Werkbank dort rausnehmen? Nee, ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt noch nix gemacht damit, also.
Ich müsste dann auch selber erstmal testen, wie das alles funktioniert. Wow, Ike. 10 Punkte für den vermasselten Sprung. So, hier kommt so ein Treadler-Biom. Kann ich erstmal meine Lava wiederholen? So. Ach, das ist bei der Netherfestung, okay. Oh, Chunks und Trolls. Ich hab nur wieder so ein Vehikel gequält, das nervt. Da gibt es nichts. Stell mir gerade die Frage, wie soll man hier über Lava reiten, wenn diese Bone-Viecher die ganze Zeit in der Lava sind. Ich weiß nicht, ob die dich von dem Tier halt runterkicken oder ob du einfach nur gelinde gesagt ein bisschen Damage kriegst. Ja. Herausfinden möchte ich das gerade ungern. Ich suche jetzt einfach erstmal nur so einen Treadler. Sollten eigentlich in dem Biom auftauchen. Ja, so ein Straightler hatte ich eben bei dir eigentlich schon gesehen. Ah, mal kurz im Stream. Du weißt, was ein Straightler ist, ja? Ja, das Ding, was über dem See läuft halt. Auf dem, nee, man reiten kann. Das ist ein Strider. Was ist ein Strider? Sieht aus wie der Basalt aus dem Vanilla. Mit zwei Hörnern, zwei Füßen. Achso, ah, okay, ja. Hab ich auch schon gesehen. Hat mich abgeschmissen mit seinen Freunden. Ja. Das habe ich auch schon erlebt. Der ist in so einem Basaltbiom wie du bist, aber halt ohne die Lava. Ey, das ist allgemein das Biom von denen, also Lava ist eigentlich scheißegal. Na gut, wenn du meinst, ich weiß es nicht. Ich hätte halt nur eins ohne Lava. Und ein Soul Sand Biom habe ich auch gleich hier dran. Für das nächste Mob. Dazu muss man die nur finden. Irgendwas haucht mir hier ins Ohr. Ah. Natürlich brenne ich. Okay. Ach hier, da ist uns Treadler. Geh mal kacken, du Wurm. Hey, wo ist jetzt mein Go-Kart hin? LOL. Oh. Ja, mir nicht die, so ein. Ich hab die Quest bekommen. Ich hab das Vieh eingefangen und hab die Quest bekommen. Was? Okay.
Feed is Treadpole. Ich muss um 4 im Lava Bucket fangen. Feed ist halt. LOL, jetzt ist bei der Nether Dings Right is Treadler Board. Neue Quest aufgetaucht. Eigentlich müsste ich. Nee, eigentlich so ein kleines Popelding fangen. Oh, warte mal, ich habe hier gerade so einen Mega-Slime. Ich will an diese Dreckskiste ran! Wo ist er denn da? So, schon wieder ein Slime-Kopf. So, jetzt habe ich so ein Ding im Bucket of Treadpool. Quest aber nicht bekommen. Sag mal. Irgendwie kriege ich gerade die Quest nicht. Feed is Treadpool, hab ich doch. Bucket of Treadpool. Das war knapp. Da kam mir gerade ein Drachenskelettviech entgegengesprungen. Ich konnte es noch ganz schnell einfangen. Aha. Ah. Oh, ich habe was Unnützes hergestellt. So, jetzt brauche ich noch so eine Soul, wenn. Wallamalamama Dingsbums. Wie sehen die denn aus? Oh, mir tut der Arsch weh. Hier, Soul Vulture, das ist. Ja. Neta Soul Sand Valley. This undead bird can be seeing circles, countless guy and skeletons. That little the landscape, bla 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 bla. Aber warte mal, was ist denn ja das jetzt für eine Quest? Reite Rakete aus dem Arsch der Dings. Eigentlich die Dinger, die du gerade beschrieben hast, die gibt es bei uns hier in der Wüste. Nee, der Soul Sand Biom steht extra da. Ich hab die bei uns hier in der Wüste, hundertprozentig. Ich hab schon so ein Ding gekillt. Dann unterscheiden die aber unter der normalen Valur und der Dings Soul Valur. Sieht aber gleich aus auf dem Bild. Ich gucke gerade, ob es vielleicht noch eine zweite Variante davon gibt. Nee, gibt's nicht. Okay, dann komme ich doch mal in die Overworld. Okay. Das ist dann das hier. Ah, okay. Ich verstehe nur Bahnhof, aber okay. Ja, so ein Magma Cube Kopf. Warum? Pistol, Muni. Warum pümmelt bei mir auf den Maschinen so ein Viech rum? Hä? Wieso bist du ausgebrochen?
Hast du das freigelassen, Darko? Was hab ich freigelassen? Ey, der hat alle Chorusflower abgefressen. Hast du bei mir ein Tier freigelassen? Sei mal ehrlich jetzt. Nö. Hundertprozentig nicht, nein. Ich verzweifle ja gerade eher an meinem Vater. Also, ne, wirklich nicht. Der hat alle Chorusflower abgefressen. Ich hab nur noch 4 Stück. Das sind echt Chorusfrüchte? Ja. Aber wie ist der rausgekommen? Ich muss erstmal meinen Kopf aufhängen gehen. Jetzt Stradlite, da ist so eine Rakete, die macht man aus Netherite und Stradlite. Okay, ich muss einen Stradlite killen tatsächlich noch. Aber warum? Feed a Stradpool, ich übersetze mir das jetzt einfach mal. Fütter, so ein Viech heißt das. Oh Gott, wie wird das Biest geschrieben? Stradpole. Was machst denn du da? Ich höre dich. Wird ja auch mal Zeit. Ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt Fuel reinkriege. Da hinten ist ein Tank und du musst eine Tankstation bauen. Ja. Du verstehst? Ja, eine Zapfsäule musst du bauen. Hast du die gesichert? Nein. Dein Auto ist zu fett. Wie, mein Auto ist zu fett? Hä, du trägst das Auto auf deinem Kopf. Oh. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier halt wieder einmotten kann. Stradler und der Frosch, genau. Shit, wie mache ich denn das? Egal. Was willst du denn schon wieder bei mir? Das war Justin. Was? So. Ich kam mit dem Ding auf den Kopf nicht durch die Tür. Ey, du machst das Teil damit kaputt. Richtig so. Sieht so albern aus. Weh, ich sah genauso albern aus. Du sahst genauso albern aus. Darko, was möchtest du? Ich hab sowas. Das war alles eine Quest. Die musst du auch bauen. Du weißt, dass ich in dem Modpack nicht nach Quest gehe, aber wenn es eine Quest war. Und mein Ding ist kein Ausstellungsstück, was man auf den Tisch stellt. Dein Ding schon mal gar nicht. Er hat mein Go-Kart oder wie das heißt. Vor allem, ich hab Fuel. Ja, Fuel hab ich auch. Und ich hab eine Zapfsäule. Nichts da. Ich hol mir sofort meinen Go-Kart wieder. Mach das. Bin ich blöd eigentlich? Was denn? Darko. Gib mir mein Go-Kart. Das überlebst du doch. Scheiße. Nicht.
Ja? Du bist doch so ein... Ey, du! Oh Gott! Warum baust du so weit? Weil ich keinen Knockback-Resistance habe. Ich auch nicht. Aber ich flieg doch nicht so weit. Das war fies. Oh, ich muss in den Crest-Trader machen. Sonst komme ich halt zu nichts mehr. Ah, und was darf ich jetzt herstellen? Fuel Drum. Sag mal, bitte nicht so viele Tricks, habst du halt auch noch Strom oder so. Nö, aber eine Pumpe, denke ich mal, und einen Tank. Ich habe wieder null Komponenten von diesem Scheiß von... Dako? Was ist denn jetzt schon wieder? Dako? Ich habe dir ein kleines Würmchen mitgebracht. Es ist wirklich sehr, sehr klein. Untersteh dich. Warum kommst du mir hinterher? Weil du das nicht von... Ich will mit Absicht in einem extra Raum bleiben, Dako. Voilà. Alter! Ja? Das hat nicht viel Leben. Das sind halt noch wirklich... Aber warum hat es noch immer 47? Das hatte vorher 27? Das ist von der Difficulty abhängig. Und warum blubbert das auf einmal? Das weiß ich nicht. Jetzt hat es 58, hä? Wie viel Difficulty hast du hier? 91. Warum? Ich frag mich nicht. Ich hab das doch erst runtergefressen alles. Aber du hast ein Schwert, sehe ich gerade. Boah, bist du auf Speed. Hast du das jetzt gekillt? Nee. Sicher? Ja. Na gut. Was hast du eingesammelt? Knochen. Boah, die kannst du behalten. Straddler Warped to Strider. Mit dem wollte ich jetzt reiten. Hallo? Brauchst du erst noch einen Sattel oder was? Sicherlich. Auf jeden Fall ist das gerade meiner. Okay, aber du brauchst einen Vanillasattel. Ey, ich hab den getamed. Und ich hab noch einen zweiten davon. Cool. Dako, willst du den anderen haben? 5 Netherite und du hast ihn. So. Was nun? Ich brauch noch. Das ist so dämlich mit dem Vieh. Ich brauche Lava, ich muss über Lava reiten. Ride a Straddler steht da. Tust du ja so, oder? Ja, Quest wird nicht gewertet. Ja, musst du dann vielleicht im Never machen. Das ist, soll man ja eigentlich nicht in der Oberwelt machen. Dann hätten sie die Pokebälle des Elfen müssen. Ich liebe diese Bälle. Die sollen in jedem Projekt dabei sein. Auch in deinem Dako. Vergiss es. Dako. Der zittert doch schon, das ist Tierquälerei. Ey, lieber kill ich den gleich, das ist Tierquälerei. Warum? Es ist Tierquälerei. Siehst du nicht, wie das ist? Das ist Tierquälerei. Musst du mal auf mein Haustier zu töten, ne? Boah, bitte den nicht töten, okay? Den ich dir jetzt zeige.
Was ist das denn für ein Apparat? Hau ihn mal bitte nur mit der blanken Faust. Mit D4 hat sich das erste Mal Probleme im Nether. Und wir müssen mal, irgendwas muss mit der Quest da sein. Na, dann gehe ich halt nochmal in den Nether, eine Runde reiten auf der Lava. Klatsch. Oh, aber warum zittert der, weil dem kalt ist? Ja. Echt? Ja, ist ein Vanilla-Feature. Was ein Low-Bob-Viech? Der ist für 30 Grad oder 50 Grad aufwärts im Nether konzipiert, nicht für die Overworld. Was ist ein Low-Bob-Viech? Deswegen habe ich mich nie mit denen beschäftigt. Oh, da sind schon wieder Würmchen. Oh Gott, Gott, Gott. Aber warte mal, hier runter wollte ich gar nicht. Das ist ja meine Farming-Ecke. Ich muss über Lava reiten. Gibt's hier irgendwo einen Lavasee? Wo keine Knochenviecher sind? Ach, da ist so ins Trenner, leck mich doch. Der zittert hier genauso. Da hast du ihn kaputt gemacht. Du bist kaputt. Boah, ist der schnell auf der Lava! Aber ich krieg das. Knochenvieh! Weg! Das kommt gar nicht hinterher, cool. Ja, aber wieso krieg ich das Achievement nicht? Weiß ich nicht. Ah! Die machen nur ein halbes Herz Schaden, Knochenviecher. Die sehen auch wirklich einfach nur gruselig aus. Okay, von Soul Sand auf Netherrack geht's nicht, das Tierchen. Alter, ist das geil! Kann ich dem den Sattel wieder ausziehen? Oder muss ich den erst dazu töten? Ah, ich hab nichts getötet. Dann tamen wir uns hier drin nochmal ein. Oder wollen die ein wildes haben? Kann man auf einem wilden reiten, wenn man den Sattel gibt, Darko? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit denen auch nicht so aus. Oh, hier kommen jetzt überall so eine Knochenbiester. Die ganze Zeit so ein Knochenvieh fangen hier. Hä? Auch ein unsichtbarer Block. Nice. Da unten ist einer. Ich komme da nicht runter, weil Lava drunter ist.
Boah, wehe, du springst jetzt aus der Lava raus. Scheiße, ich hab kein Dings zu stellen mehr. Ich würde schon sagen, das macht extrem Bock. Das Go-Kart fahren? Ja. Man muss es aber können. Also, ist gar nicht so einfach. Aha. Da war das. Komm, und ich komme ich doch ran. Genau, komm mal zu Baba. Man kann wilden Dingsbums-Dingern einen Sattel anziehen. Okay. Aber. Wo ist das? Die Quest? Die gibt's nicht. Nee? Jetzt habe ich es wieder getamed. Ist komisch. Seltsam. Natürlich kommt er hier nicht hoch. Aber jetzt. Das ist creepy mit der Quest. Bist du mal auf hier rumzufahren? Strider? Das ist meiner gewesen. Du bleibst mal hier. Das war der Frosch. Was muss man mit dem machen? Oh Gott. Ach, Crimson Mosquito. Hä, wo war denn das mit dem Frosch jetzt? Mantis Shrimp? Deep Spit, Sharkbiss. Hä, bin ich so bescheuert? Right is Straddler Board. Das muss ich craften und dann draufsetzen. Ich fütter jetzt einfach mal so ein Viech hier. Straddler. Dahin. Ich habe hier extra mein kleines Kabuff gemacht. Das klang eben komisch. Was war das für ein Geräusch? Warte mal. Kommst du da mal runter? Ich sehe es so stehen oder was wird das?
Ich kann ihn nicht damit füttern. Ach, Dago, runter hier. Warum hast du denn jetzt Geld? Weil ich die Skills brauche. Also füttern mit diesem Bucket of Stratpool geht nicht. Ja, ist auch, glaube ich, noch nicht die Quest, oder? Du hast gesagt, feed a Stratpool. Heißt, fütter so ein Viech. Ja, genau, ja. Aber ich habe hier nur die Quest Reiter so ein Teil. Aber gut. Kann sein, dass du die woanders hast. Die ist ja neu aufgeblockt bei mir. Ah, okay. Einen Stratpool füttern steht da, aber es steht nicht da mit was. Da muss wieder das schlaue Büchlein rein. Mosquito, Stratpool, Crimson Mosquito Lava, their favorite prey has a chance to grow the Strat. Mit einem Crimson Mosquito. Willst du mich verarschen? Eigentlich nicht. Ein Crimson Mosquito. Crimson Mosquito is the induced mutant flying insect found in the Crimson Forest of the Nether. Jo. Wie soll ich denn die einfangen? Ich hab keinen Schimmer. Crimson Mosquito Larve, Crimson Mosquito Prosmoon. Okay, ist auf jeden Fall das rote Biom, wo ich hin muss. Ach, toll. Es freut mich ja jetzt schon dahin zu gehen. Ich muss sowieso ein paar von den Viechern töten. Ich habe nur eine Scale bekommen. Den Stradler habe ich noch. Der natürlich live Regeneration hat. Wieder nur eine Scale. Versuch das jetzt mal mit so einem anderen Sattel. So. Geht nicht. Also diese Sattel aus der Mod, die sind ganz komisch. Die funktionieren einfach null. Oder wir verwenden sie halt einfach mal falsch. So, ich reite jetzt wieder auf so ein Biest in meiner Base. Ich war am Nether damit rumreiten. Nix. Komisch, komisch, komisch. Der folgt mir jetzt, weil ich die Angel in der Hand habe. Ernsthaft? Mal Gefahrenbeseitigung machen hier.
schon. Ich brauche dann noch 1, 2, 3, 4 Eimer. So, das, die Angel. Erstmal ja, rein. Ach, irgendwo im Nether rennt noch ein getaptes Biest von mir rum, irgendwo mitten auf der Lava. Na gut. Da werde ich wohl kaum hinkommen. Du gehst eh nicht mehr in den Nether, so wie ich dich kenne. Oh, Pausezeit. Oh, das heißt, ein Aiki macht eine Pause. Und legt ein Kroko-Ei hier hin. Das ist, bis du wiederkommst, eh nicht geschlüpft. Ich weiß. Aber dann kann ich mir noch mal ein bisschen in diesem Buch schlau lesen. Jo, dann bin ich gleich wieder da.